Das vielleicht beliebteste Horror-Franchise auf diesem Planeten. Silent Hill. Ich wollte schon immer meine Top 10 zu meinen beliebtesten Silent Hill Designs rausbringen. Allerdings bin ich dann auf Seiten gelandet, wo ich die Bedeutung der Kreaturen gesehen habe und dachte mir, wow, das ist ziemlich interessant. Das will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen habe ich ein super Video dazu produziert. Ich bin nur nicht damit zufrieden, aber es ist okay. Es ist zumindest interessant. Und am Ende dieses Videos wollte ich noch eine Top 5 meiner Lieblingsdesigns vorstellen. Allerdings habe ich dann so lange mit dem Video verbracht, dass ich echt keinen Bock mehr hatte und das Video geht schon 40 Minuten, also mehr brauche ich da echt nicht. Deswegen habe ich aus den Top 5 eine Top 10 gemacht, meiner Lieblingsdesigns, von Silent Hill natürlich. Es gibt wirklich gute Designs im Silent Hill-Universum, die ich nicht mal auf den Schirm hatte, weil ich nur Teil 1 bis 3 wirklich kenne. So. Von Teil 4 bis... Schieß mich tot, das ist alles nicht so cool. Deswegen fangen wir an mit Platz 10, die Ariel. Ariel sind kleine Puppenwesen, bestehend aus schwerem Porzellan. Und anstelle von Füßen haben sie Hände. Sie schwingen sich an der Decke umher, um den Protagonisten mit ihren Krallen an den Fingern anzugreifen. Unter anderem würgen sie ihn, glaube ich, auch. Aber wenn man sie dann zu Boden wirft... von der Decke löst und sie auf dem Boden liegen, sind sie kurz gelähmt. Aber nachdem sie fertig gelähmt sind, können sie sich auf dem Boden schneller bewegen wie an der Decke. Ihr seid Idioten. Ihr könntet euch direkt schon auf dem Boden bewegen. Erst an der Decke, nur um cool auszusehen? Verdammt nochmal. Ja, das tut ihr. Ihr seht cool aus, okay? Generell, was Puppen und Horror angeht, finde ich... Puppen sind schon sehr gruselig. Und Silent Hill hat ein paar davon. Wir werden noch ein paar Mannequins sehen. Ich habe letzte Woche gelernt, dass Mannequins Schaufensterpuppe heißt. Ich kann kein Englisch. Auf Platz 9 haben wir ein abstraktes Design, das mir doch sehr gefallen hat. Allerdings habe ich dafür dann nicht mehr die Bedeutung nachgelesen, weil... ich kenne niemanden aus Silent Hill. Aus welchem Silent Hill kommst du nochmal? Aus Silent Hill Homecoming, okay. Dann ist mir aufgefallen, ich kenne die ganzen Namen nicht und alles, was da steht, keine Ahnung, Silent Hill Homecoming habe ich nie was mit zu tun gehabt. Deswegen hatte ich keine Lust mehr, mich da reinzusetzen. Aber ich muss sagen, das Design von Amnion finde ich absolut fantastisch. Es ist unglaublich absurd. Es ist einfach so eine schwangere Person, wo, wie es auch aussieht, irgendwas aus dem Schritt wächst, aber mit... blutigen Metallbein. Quasi so eine spinnenschwangere irgendwas. Ich finde das Design wirklich fantastisch, okay? Ich stehe auf sowas. Auf Platz 8 natürlich ein weiteres Mannequin. Wie ich davor schon gesagt habe, kommen noch ein paar. Und selbst nach dem kommt noch mindestens eine. Ich glaube tatsächlich nur noch eine. Ah ja, ich benutze Designs aus dem kompletten Silent Hill Franchise, okay? Also auch aus dem Film. Und so schlecht der zweite Film auch ist, er ist wirklich verdammt schlecht. Silent Hill Revelations hätte nie in die Welt gebracht werden können. Es ist ein reines Trashfest. Aber es gibt dann doch ein Design von Silent Hill Revelations, das ich sehr begrüße. Was ich eigentlich schon fast wieder vergessen habe. Aber als ich recherchiert habe, kam mir das ein oder andere Bild von diesem Wesen wieder vor die Augen. Und ich dachte mir, ja... Ja, du bist verdammt scheiße animiert, aber in einem Videospiel hätte ich dich als guten Boss gesehen. Wirklich, ist ein sehr cooles Viech. Und zwar natürlich Mannequin Revelation. Ich habe wahrscheinlich schon erwähnt, dass es Mannequin ist. Es hat keinen besonderen Namen, wie ich herausgefunden habe. Zumindest habe ich keinen gefunden. Kann sein, dass es einen besonderen Namen hat und übelst die Hintergrundstory hat, aber die ist mir egal. Weil alles, was mit dem zweiten Film zu tun hat, ist mir egal. Habt ihr den Kampf zum Schluss gesehen von dem Film? Ich habe noch nie sowas Lächerliches in einer guten Marke gesehen, in einem guten Franchise. Oh, das ist gelogen. Ich habe letztens den neuen Film von Jeepers Creepers angeschaut. Kennt ihr noch Jeepers Creepers? Die ersten zwei Teile? Classic. Der dritte Teil dachte man sich... Und dann dachte man sich, weil es halt eine Marke ist, die man mag, Jeepers Creepers Reborn wird gut. Aber wurde es nicht. Und ich habe noch nie so schlechten Greenscreen in einem Film gesehen. Ich musste es kurz erwähnen, okay? Wenn es um schlechte Filme geht, darf man das nicht unerwähnt lassen. Und ich kann wirklich besseren Greenscreen. Und seht ihr das? Im Film war es schlechter. Wirklich. Gott verdammt. Und dann kommen wir zu den letzten Mannequins in dieser Liste. Und zwar die Mannequins aus dem Silent Hill 2 Spiel. Sie sind so
unfassbar cool. Aber wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt und sie bewegen sich ja nicht, sie fangen sich erst an zu bewegen, wenn du wirklich bei denen in der Nähe bist. Das Radio, das du bei dir trägst, warnt dich ja vor Feinden, teilweise noch bevor du siehst. Nicht bei den Mannequins, die liegen reglos auf dem Boden. Radio sagt nichts, keine Störgeräusche, nichts. Du laufst und laufst und laufst und dann hebst du diese Lampe auf von dieser Schaufensterpuppe mit Marys Bekleidung. Und auf einmal bewegt sich das Viech, das da hinten liegt. Und du dachtest, es wäre eine tote Schaufensterpuppe oder sonst irgendwas. Daher haben sie ihren Namen. Wahrscheinlich habe ich wirklich gedacht, das wäre eine Schaufensterpuppe. Ey, ich hatte die Angst meines Lebens als kleiner Scheißer, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Diese Mannequins sind fantastisch. Irgendwie habe ich das auch früher total fasziniert. Dieses Design von diesen Viechern, es sind einfach vier Beine. Oben, unten, es hat quasi zwei Unterhälften aneinander genäht. Und die haben nicht mal richtige Füße. Oh Gott, das gefällt Schmorfi nicht. Aber sie sind absolut fantastisch designt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es ist so simpel und gut und doch durchdacht. Ich kann es nicht erklären. Ich bewundere diese Viecher. Und ich muss sagen, ab dem siebten Platz, also ab hier, war es verdammt schwer, wirklich zu gucken, welches Viech auf welchem Platz könnte. Weil eigentlich so vielleicht... Gut, vielleicht ab Platz 5 oder so hätten alle den ersten Platz verdient. Wirklich alle. Aber die Mannequins wären dann sofort auf dem zweiten Platz mit dem 6. Das ist ganz weird, okay? Es war unfassbar schwer, wirklich eine gute Tierlist rauszubasteln. Ich saß wirklich 20 Minuten da und hab mir gedacht, den will ich auf Platz 1. Aber der ist auch cool. Verdammt nochmal, da muss der aber auf Platz 2. Das geht doch nicht. Viele sind mit dem dritten Platz von mir wahrscheinlich nicht zufrieden, aber dazu später. Auf den sechsten Platz, der Closer. Und ich kann mich noch erinnern, als ich Silent Hill 3 früher gespielt habe, ich hatte so unfassbar Angst vor diesen Viechern. Ich war viel zu jung, als ich dieses Spiel gespielt habe, okay? Auch den zweiten Teil. Es ist einfach so viel Glück, dass ich damals den zweiten Teil wirklich gespielt habe. Ich glaube sogar, meine Schwester hat das gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nur in der silbernen Classic-Variante irgendwo lag, den zweiten Teil. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Und meine Mom hat gesagt, ja, okay, easy. Das ist so cool. Und den fand ich dann so cool, dass ich, als ich gehört habe, dass der dritte Teil rauskommt, dass ich mir den auch geholt habe. Beim zweiten und dritten Teil war das tatsächlich so, dass ich die anfangs nicht gut spielen konnte, weil ich Angst vor diesen Spielen hatte. Das sind die einzigen zwei Spiele, die mir einfallen, wo ich wirklich extremste Angst hatte, wo ich dann nicht mehr weiterspielen konnte. Beziehungsweise halt kurzweilig und dann irgendwann anders weitergespielt habe, als ich dann keine Angst mehr hatte. Ich hatte nie Angst, okay? Kommen wir nochmal zurück. Ich glaube, in Silent Hill 2 hatte ich nicht so viel Angst wie im dritten Teil, und zwar vor den Closern. Ich weiß nicht, die waren so riesig, aber träge, aber so brachial. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. In dem Einkaufszentrum sieht man so dieses Viech und ja gut, in der Zwischenszene, wo das Viech deine Frau frisst und das dann langsam auf dich zukommt und Heather erschießt das Viech, fand ich es jetzt nicht so gruselig. Aber als ich dann rausgegangen bin und dann da entlang laufe und dieses Viech auf einmal da auf der Overworld existiert und dir entgegenläuft und nicht angreifen will, das hat mir eine heidene Angst gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte zu dem Zeitpunkt dieses Spiel für einige Tage nicht mehr anfassen. Ich hatte wirklich tatsächlich Angst. Deswegen finde ich diese Viecher so perfekt. Ich finde sie wirklich gut. Und ich würde sie auch wirklich gern höher ranken. So wie jedes andere. Ich bin so verzweifelt bei der Stellung dieser Liste. Ihr habt keine Ahnung. Als ich das Video letzte Woche gemacht habe mit den Bedeutungen, ist mir irgendwie ein Viech komplett gar nicht aufgefallen. Und zwar der Siam sieht tatsächlich ziemlich geil aus. Und der hat Potenzial, wirklich auch eins meiner Lieblingsviecher zu werden. Er ist nicht in dieser Liste vorhanden. Ich wollte ihn nur mal erwähnen, dass er mir aufgefallen ist und eventuell das Potenzial trägt, wirklich cool zu sein. Allerdings müsste ich da noch die Lore anschauen und so, aber guck mal, er sieht aus wie ein Closer, aber er hat auf dem Hinterkopf irgendwie eine Frau, die angewachsen ist und die Arme quasi als Kopf so. Es ist wirklich eine erweiterte Form von Closer. Ich bin begeistert. Ich hoffe, sie leben das Viech wieder auf. Kommen wir nun zu den Top 5 der liebsten Designs. Und ich weiß nicht warum, aber im letzten Video habe ich diese Figur nicht erwähnt. Ey, ich hab's einfach vergessen. Ey, ich hatte ja einen ganzen Ordner mit den ganzen Designs auch schön angeordnet, die ich erwähnen will, Reihe nach Reihe, Spiel für Spiel. Und ich hatte sie dabei, aber ich hab sie nicht erwähnt.
Am Ende vom Video, wo ich dann fertig war, so gucke ich dann nochmal durch, um zu gucken, ob vielleicht noch irgendwelche Fehler drin waren. Und ja, sind's. Ich mag dieses Video wirklich nicht, aber es ist interessant. Ich dachte so, wo habe ich sie erwähnt? Wo habe ich sie erwähnt? Ich hatte sie nicht erwähnt. Und zwar geht es um die Nurses. Sagt man das so in der Mehrzahl? Die Krankenschwestern. Ich weiß nicht warum. Neben Pyramid Heads ist das wahrscheinlich das Aushängeschild von Silent Hill, was Kreaturen angeht. Hä? Hä? Warum habe ich die vergessen? Egal, dann tue ich es hier, aber ohne Bedeutung, weil ich habe jetzt keine Lust nachzuschlagen, okay? Ich mag nur das Design. Es sind einfach nur normale Krankenschwestern und die bewegen sich, wenn wegen der Lautstärke oder wegen Bewegung. Nee, Bewegung kann es nicht sein, da muss es die Lautstärke sein. Aber sie reagieren auch auf Licht, was man im Film ganz dolle sieht. Und ist das in den Spielen auch so? Ich glaube, in den Spielen verhalten sie sich nicht normal. Ich weiß es nicht mehr. Okay, es ist schon sehr lange her, deswegen freue ich, dass wir wirklich eine Neuauflage bekommen. Die Nurses sind absolut fasziniert, im Film wie auch im Spiel. Ich glaube, die kommen tatsächlich fast in jedem Teil vor, oder? Absolut verdient. Ich finde es so schade, dass ich sie vergessen habe zu erwähnen im anderen Video. Und so schnell sind wir auch zu den Top 4 gekommen. Wie gesagt, ich hätte gern wirklich jedes Viech auf Platz 1 mindestens ab hier. Es war absolut schwer zu entscheiden, dass der vierte Platz die Great Childs sind. Allerdings muss ich dazu erwähnen, die Great Childs aus dem ersten Film. Ich finde das Design vom Spiel leider nicht so gut, weil die vom Film, die haben so ein verschobenes Gesicht, die sind am Glühen und sind so ein bisschen verschroben und verkrüppelt. Und das Schreien von denen ist so abartig. Kinder in Horrorfilmen sind abartig heftig. Da gruselt's mich. Aber auch im echten Leben. Ich bin nicht so der Kindfreund, okay? Kinder können gut mit mir. Ich kann nicht gut mit Kindern. Wenn ich dann mal bei so einem Haufen Kindern bin, die kommen dann kreischend zu mir und wollen mit mir spielen. Ich so, ja, mach so halbherzig mit. Aber ich fühle mich wie gelähmt, okay? Liegt auch vielleicht an der Social-Phobie und an der Introvertivität, sagt man das so. Aber bei Kindern ist das besonders schlimm irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich finde ich sie deswegen so gruselig. Tatsächlich noch viel gruseliger als die Schaufensterpuppen oder generell Puppen in Horrorsachen. Kinder sind krass. Und wenn sie dann noch so designt sind wie bei dem ersten Silent Hill Film, ich hätte sie genauso gerne in einem Spiel. Wow, das wäre scheiße heftig. Wenn ich schon an das Schreien denke von den Viechern. Fantastisch. Dann kommen wir zum dritten Platz. Und wie ich vorher schon sagte, dafür werdet ihr mich wahrscheinlich hassen. Weil das habt ihr wahrscheinlich auf den ersten Platz gesehen. Oh, glaubt mir, ihr werdet meinen ersten Platz nicht erraten. Ich bin ganz sicher, dass ihr den nicht auf den Schirm habt, wenn ihr eine Top-Liste der besten Designs macht in Silent Hill. Glaubt mir. Und ihr werdet mich jetzt hassen, wegen dem dritten Teil, wie ich schon erwähnte. Den dritten Platz. Das Aushängeschild von Silent Hill. Pyramid Head. Ja, ich sehe schon. Du hättest ihn gerne auf den ersten Platz gehabt. Hey, mach doch deine eigene Liste und schreib sie mir in die Kommentare. Wir bekommen wirklich wenig Kommentare und ich wollte mal ein Kommentarvideo machen. Mach doch mal. Ugh. Was soll man großartig zu Pyramid Head sagen? Es ist die Manifestation der Schuldgefühle von James. Bin mir sicher, bei mir... Oh Gott, wie würde denn das bei mir aussehen? Ein Haufen Kinder? Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, ich wäre so Designer oder könnte gut zeichnen oder so. Oh Gott, ich habe solche Sachen im Kopf, die ich gerne zu Papier oder als Bild wiedergeben könnte. Es wäre so faszinierend, ey. Zu Pyramid Head kann ich nicht tatsächlich viel sagen, weil in diesem Video geht es ja nur um das Design und ich habe davor schon über die Bedeutung gesprochen. Allerdings habe ich da auch nicht alles erwähnt, weil zu fucking Pyramid Head gibt es im Vergleich zu den anderen 500% mehr zu lesen. Oh, das ist viel Arbeit. Aber ich habe das Wichtigste erwähnt. Ich freue mich auf das Redesign von Pyramid Head. Man sieht in dem Trailer vom zweiten Teil, dem Remake, Pyramid Head kurz, wie er zur Kamera zuläuft. Und ich finde, dass die Metallplatte auf dem Kopf so ein bisschen nach Stoff aussieht. Zumindest hier gibt es eine Wölbung und ich finde, das sieht so rau aus, als wäre es Stoff. Das stört mich am Design von Pyramid Head beim Remake-Trailer. Weil der Helm ist ja die Unterseite von einem deutschen Panzer nachempfunden und das ist fucking schweres, kratziges, rostiges Metall, okay? Und so will ich das auch haben. Ich will keinesfalls irgendwie im Bilde sein, zu denken,
Das ist eine Stoffkappe, die du da aufhast. Das ist nicht cool, das ist voll weich und so. Gefällt mir nicht, okay? Macht es noch ein bisschen mehr metallischer. Das ist mir aufgefallen. Tatsächlich ragen voll viele den zweiten Teil so, keine Ahnung. Ich finde vielleicht James' Aussehen so ein bisschen zu freundlich. Er muss mehr abgefuckt aussehen. Aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was ich gesehen habe, to be honest. Ich habe gehört, das sagen die Kids so. Kommen wir zum zweiten Platz. Und vielleicht habt ihr schon den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet, weil es ist ein sehr bekanntes Viech und es kam bisher noch nicht vor. Ja, es geht um die Lying Figure, beziehungsweise den Armless Man aus dem Film. Es sind ja quasi die gleichen Viecher, sie haben nur andere Bedeutungen und sehen leicht anders aus. Aber hier werde ich auch Footage vom Film erstmal zeigen, weil der Film aus dem Jahre 2006 stellt diese Kreatur so unfassbar fantastisch dar, dass es auch heutzutage nicht besser geht. Das, was der Film 2006 zeigt, ist das Viech, wie es am besten aussehen kann. Es ist einfach eine 10 von 10. Ich liebe es. Als ich damals das Spiel gespielt habe, dachte ich mir so, ja, das sind coole Viecher. God damn, ich habe Angst vor diesen Viechern. Die spritzen Nebel, so säureartigen Nebel so auf dich. Cool, ausweichen, weggehen, und dieses Klappern. Und wie sie sich bewegen, hat mir Angst gemacht. Und dann, Gilbert hat herausgefunden, es existiert ein Film zu Silent Hill. Den Film hat er angeschmissen, war begeistert, Atmosphäre gut rübergebracht und sonst irgendwas. Okay, cool, sie wollen zurücklaufen, auf einmal riesiger Abhang. Sie drehen sich um, sie hören sie, glaube ich, auch ein Radio? Ich weiß nicht, ob das nur vom Sound ist oder ob das auch, ich glaube, von Funkgerät von der Polizistin. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall drehen sie sich um und dann sehen sie das Viech. Und als ich das Viech zum ersten Mal gesehen habe, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war das Viech so, wie ich es mir hätte im Real Life vorstellen können. Es sieht absolut fantastisch aus. Es gibt nichts, was ich an dem Viech bemängle. Es ist eine absolute 10 von 10 vom Design. Ich meine, das sind viele bis fast alle auf dieser Liste. Der Armless Man, mein Platz 2. Und nun gebe ich euch 5 Sekunden Zeit. Was könnte denn der erste Platz sein? So, vom dritten Teil habe ich einige gezeigt. Vom zweiten Teil habe ich einige gezeigt. Und eins kann ich euch verraten. Nein, es ist nicht der Inkubus aus dem ersten Teil, der auch absolut fantastisch ist, den ich vielleicht an 10. Stelle hätte nehmen können. Weil irgendwie ist der Inkubus dann doch viel cooler als die Ariel. Ja, jetzt habe ich halt die Ariel genommen. Der Inkubus ist auch absolut fantastisch, aber da ist es nicht. Es ist also keins von den ersten 3 Spielen, sondern aus dem Film. Und man sieht ihn nicht mal lang. Es ist der Hausmeister. Ich glaube, es ist der Hausmeister. Ja, das muss der Hausmeister sein. Der am Klo gefesselt ist mit Stacheldraht. Und der dann aus dem Klo rauskommt mit Stacheldraht am Kopf, mit den Füßen. Und dann streicht er mit der Hand an der Wand entlang. Dann verändert sich die ganze Wand in die Anderswelt. Und er macht dieses Zungending. Und dann kommt er langsam auf dich zugekrochen. Und man sieht ihn, glaube ich, nicht mal 2 Minuten. Und das ist mein liebstes Design aus dem verfickten ganzen Silent Hill Franchise. Ja, nicht Pyramid Head oder die Lying Witcher oder irgendwelche Mannequins. Es ist der Hausmeister. Es gibt allerdings eine Geschichte dazu, warum das vielleicht mein Lieblingsmonster ist. Weil eigentlich hätte es ja sowas wie der Closer sein müssen. Das erste wirkliche Monster, vor dem ich richtig dolle Angst hatte in Silent Hill 3. Aber ich hatte vor einiger Zeit, ich glaube, das war vor 1 oder 2 Jahren, ich hatte es auch schon mal in einem Video erwähnt, einen luziden Traum. Und was macht Gilbert, wenn er einen luziden Traum hat? Er geht an den Ort, eben an dieses Geschehnis, wo der Hausmeister die Klotür rauskommt. Und schaut sich das in quasi Real Life an. Wenn irgendwann mal die Zukunft sowas bringt, dass man wirklich vor Ort steht, einfach inmitten, man wird nicht von den Viechern beachtet oder so, aber man steht wirklich in den Raum, kann sich umsehen und das ist dann quasi der Film. Ich hatte noch nie so ein geiles Erlebnis im Traum, okay? Ich hatte schon geile Träume und ich habe auch wirklich ein paar Träume, die mir nie wieder aus dem Kopf gehen werden. Aber das ist, glaube ich, das Nonplusultra-Erlebnis gewesen, das ich je hatte in einem Traum. Ich kann mich auch nicht an viel mehr erinnern, als eben an diese Szene, die vielleicht im Traum ein bisschen länger ging, so 5 Minuten, weil ich mir wirklich alles detailgenau angesehen habe, wie ich es gerne hätte.
Aber es war so fantastisch. Neben dem Viech da zu stehen, wie dann alles passiert. Rose hat Angst, aber kommt erstmals nicht durch die Tür und versucht abzuhauen. Und ich stehe daneben und kann alles detailgenau an mir ansehen. Wenn so irgendwann mal die Zukunft wird, möchte ich nie wieder sterben. In Horrorfilmen wirklich präsent sein. Ich glaube, das ist mein größter Traum, den ich habe. Oder vielleicht finanzielle Abhängigkeit. Eins von beiden. Ich bin mit beiden zufrieden, okay? Das war meine Top 10 der bestdesigntesten Silent Hill Monsters aus dem gesamten Franchise. Ich bereue es gerade tatsächlich, dass ich Ariel reingenommen habe und nicht Incubus, weil Incubus eigentlich wirklich geiler ist. Aber ich glaube, ich habe es nicht reingenommen, weil man bei dem Bild, das ich auf dem PC habe, es gibt auch dazu nicht viele Bilder irgendwie. Ich glaube, ich habe das nicht reingenommen, wenn man Brüste sieht und Nippel. Und ich hatte Angst, dass es auf 18 gestellt wird. Allerdings habe ich auch im letzten Video das Bild drin gehabt und es wurde nicht auf 18 gestellt. Aber ja, vielleicht hatte ich nur meine Bedenken. Denk doch einfach, der 10. Platz wäre Incubus gewesen. Aber direkt danach Ariel. Irgendwie bin ich begeistert von diesen kleinen Puppenviechern, obwohl es nur so Billo-Feinde sind. Irgendwie bin ich absolut begeistert davon. Und vielleicht wird dann irgendwann mal das Franchise nochmal so ausgelutscht, dass nochmal 20.000 neue Kreaturen existieren, wo ich größter Fan wäre. Und wir sind auf einem guten Weg dahin, okay? Das war meine Top 10. Ich liebe Silent Hill. Wie ist das mit euch? Ist mir eigentlich egal. Aber schreibt trotzdem was in die Kommentare und abonniert mich. Komm, wir singen zusammen. Oh, wir singen.